3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Fridays for Currywurst. Fridays for Currywurst. Oh, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist unser allererster Versuch und wir sind so aufgeregt. Er lügt. Es ist unser x-ter Versuch und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, eben nicht zu pausieren, sondern einfach durchzuziehen, aber wir schaffen es nicht. Weil es zu lustig ist. Nein, es ist überhaupt nicht lustig. Es ist zu lustig. Er ist total unehrlich. Aber dazu kommen wir zu einer späteren Folge nochmal zu. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, unserem Videopodcast. Ihr seid recht herzlich dazu eingeladen, mit uns Currywurst zu essen. Vegane auf der anderen Seite, für mich ganz normal, doppelte mit. Genau, und ein leckeres Feierabendbierchen zu trinken. Neumarkter Lambsbräu, edelhell, passt zur Werbung, passt zu uns. Super Sache. Ehrlich. So könnt ihr euren Freitag beginnen oder beenden. Bei uns natürlich beginnen. Also genau. Ja, jeden Freitagmorgen um 10 werden da erstmal die Tequila-Shots ausgeschenkt. Und die Currywurst gegessen. Für die Ideen. Ja, Leute, natürlich. Woher glaubt ihr, kommen die Ideen? Die kommen ganz sicher nicht hierher, sondern die kommen aus dem Glas. Ja, aber er trinkt gar kein Tequila. Aber das stimmt. Aber anders, okay, Rumshots. Rumshots. Ich bin mir übrigens, da habe ich auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin mir übrigens unsicher, ob wir, also wie gut kann so ein Podcast starten, wenn es direkt mit Alkohol losgeht? Ich glaube perfekt, weil glaubst du? Alkohol kennen alle und vor allem, glaube ich, Agenturen kennen sich mit Alkohol ziemlich gut aus. Das klingt aber, als wären wir so ein Trainingscamp für Trinker. Die anonymen Alkoholiker oder die was? Die anonymen Werber. Ja, sehr gut. Nein, wie dem auch sei, nicht jetzt abschweifen, sorry. Chris. Wir wollen ja auch beim Thema bleiben. Korrekt. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen was abliefern. Ja. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der Chris und ich werden, habe ich der Chris und ich gesagt? Der Chris und ich, ja. Gut, ich dachte nämlich schon. Wir werden in den nächsten paar Wochen, Monaten, Jahre mit euch zusammen ein neues Ding aufbauen. wir werden uns auf eine Reise begeben. Auf eine Reise, auf die toll. Digitale Marketingreise. Wir werden die finstersten Geheimnisse, die all das... All das, was euch interessiert, ja, und alles, was euch beschäftigt oder auch nur uns beschäftigt. Und was euch andere nicht verraten, wird euch hier verraten in einem sehr tiefen Ton. Ja, okay. Also, wir zwei arbeiten bei Boy & Man Marketing. Korrekt. Oh, ich hasse es, wenn du Marketing sagst. Ist es mir wir heißen einfach Boy & Man. Als ich Nein, die Firma für mich ist gegründet, Boy als ich die, & Man Marketing. Als ich die Firma gegründet habe, mussten wir Marketing hinten dranhängen. Also Jens und ich. Jens, der andere Gründer von Boy & Man. Du kannst auch ruhig auch mir winken. Da wurden wir gezwungen, das Marketing hinten dran zu nennen. Wir durften uns nicht Boy & Man GmbH nennen. Ja, und jetzt heißen wir halt Boy & Man Marketing. Ja, aber wir sagen nur Boy & Man. Also für alle Zuhörer und Zuschauer. Erstes Learning. Boy & Man. Danke. Erzähl ein bisschen was über Boy & Man. Wir sind eine digitale Marketingagentur, noch nicht so lange dabei eigentlich. Du weißt das ja, also ich muss jetzt mit dir sprechen, als würdest du es nicht kennen. Ich kenn's gar nicht. 2015 gegründet. Ja. Seitdem ging es eigentlich nur bergauf und auch manchmal bergab. Aber generell sind wir sehr gut gewachsen. Wir sind ursprünglich eigentlich eine reine SEO und Conversion Rate Optimierungsagentur gewesen. Okay. Worüber ich aber sehr, sehr glücklich bin, dass wir uns weiterentwickelt haben, jetzt massiv in den Social Ads und Influencer-Bereich. Was heißt jetzt? Jetzt auch seit bald 3 Jahren schon. Okay. Ja, das war steinig, aber das war auch super spannend und ich bin mir sicher, da werden wir auch noch oft drüber sprechen. Okay, cool. Ja, wir sitzen hier direkt am Kuda, in der Knesebeckstraße, für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen. Also direkt neben dem Cappuccino, Leute. Genau. Wie heißt der nochmal, der Laden? Cappuccino. Nein, der heißt nicht Cappuccino. Doch, der hier um die Ecke heißt Cappuccino. Und du meinst echt? Das What Do You Fancy Love? Ja, weil das klingt mehr fancy. Und das What Do You Fancy Love ist nicht Chris' Favorite Laden. Ich persönlich mag es ganz gerne. Ja, es liegt einfach nur daran, dass ich mit diesen ganzen Hipstern irgendwie, was heißt, ich komme nicht mit denen zurecht, das stimmt gar nicht. Ich bin einfach so ein Mensch, der gerne über Klischees herzieht. Das ist so, das macht mich auch ein bisschen aus. Deswegen weil ich selber heißt einen der Wandel. Podcast ja auch Fridays for Currywurst und nicht for Future, weil... Ja, also außerdem bin ich ja selbst so ein wandelndes Klischee und würde eigentlich total gut nach Berlin passen und dann lerne ich die Leute kennen und sagen, eigentlich müsstest du wieder zurück nach Bayern auf ein Dorf ziehen. Ja, weil du kommst ja auch aus dem Süden von Deutschland. Ja, aus Unterfranken, so wie jeder, der in Berlin, Berlin lebt und was auf sich hält und eigentlich nicht aus Berlin kommt. Ja, das ist so. Wusstest du das nicht? Nein. Das ist wirklich so.
Also willst du mir sagen, dass alle Berliner, nicht Berliner, aus Unterfranken kommen? Nein, aber irgendwie ist es seltsamer, wenn du aus Berlin kommst und du kommst wirklich aus, bist hier geboren, als wenn du sagst, ja, ich komme aus Stuttgart. Okay. Und dann hier in Berlin lebst, fühlt sich das irgendwie natürlicher an, als wenn du sagst, du bist geborener Berliner. Ja, du bist ja noch nicht so lange hier, Frau Bielefeld. Ja. Deswegen, das kriegst du schon auch noch mit. Okay. Ja. Ja, okay. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute erstmal, glaube ich, über das Weihnachtsgeschäft, oder? The stage is yours. Wirklich? Dann hole ich jetzt mal meinen Zauberkasten raus und fange an zu zaubern, denn das kann ich ziemlich gut. Nein, wir gucken mal, wo die Reise hingeht, weil ich finde es immer ein bisschen doof, wenn wir festgelegte Themen haben. Ich glaube, das kommt manchmal von sich ganz selbst. Ich glaube, wir gucken einfach mal, oder? Aber ich glaube, Weihnachtsgeschäft klingt gar nicht so blöd, oder? Was sagst du dazu? Ja, weil es das natürlich das Fest der Familie war. Und weil es gerade vorbei ist. Und ich glaube, dass es für unsere Zuhörer und Zuschauer ganz interessant sein könnte, wie das Ganze bei uns abgelaufen ist. Was für Erfolge hatten wir? Hatten wir Erfolge? Hatten wir keine Erfolge? Also was haben wir alles gemacht? Erzähl mal ein bisschen was. Also die Erfolge, das weißt ja, das müsstest ja du fast noch besser wissen als ich. Aber ich tue mal jetzt wieder so, als ob ich keinen Ball habe. Also was ich sagen kann ist... Hast du über Weihnachten gefeiert? Natürlich, ich habe Weihnachten gefeiert. Also frohes Weihnachtsfest noch. Danke. Und auch ein frohes neues Jahr, ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, stimmt, hatten wir jetzt auch schon ganz lange nicht mehr. Ist ja auch erst der erste Freitag. Das stimmt. Also, das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr, im letzten Jahr, war für uns hier natürlich super stressig, weil wir zum ersten Mal wirklich ganzheitlich eigentlich an allen, ich nenne das jetzt einfach mal so, an allen Fronten gekämpft haben. Okay. Das heißt, in den Jahren davor war es ja oft so, dass wir Kunden eigentlich immer nur in einzelnen Services hatten. Also wir hatten einen Kunden, der hat bei uns SEO gemacht, wir hatten einen Kunden, der hat mit uns Influencer gemacht und einen von mir aus für Facebook-Ads. Aber mittlerweile ist es ja so, dass wir ganz viele Kunden haben, die eben die sich über mehrere Services bedienen lassen bei uns. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Als ich es gesagt habe, habe ich mich schon kurz... Ich habe mich richtig geschüttelt innerlich. Begleitservice anbietest. Ja, Boy and Man. Es gibt zwei Boy and Man Marketing und Boy and Man Escort. Es kommt erst darauf an, wo du... Gibt es einen versteckten Button bei uns auf der Webseite, wenn du den findest. Viel Spaß beim Suchen. Ja, ist immer witzig. Wer den Button findet übrigens, bekommt einen Monat kostenlos geschenkt. Oh, wirklich? Ja, weiter in welchem Bereich? In dem Bereich, in dem die Person, die zur Hilfe braucht. Ja, klingt gut. Genau, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, christian.if@boyman.io und dann bitte mit der URL, die zu dieser Geheimseite führt. Okay. Ja, ihr könnt mich da auch direkt buchen. Zurück zum Thema. Ja. Entschuldige. Jedenfalls dadurch, dass wir eben Kunden jetzt ganzheitlich oftmals betreuen, war es in diesem Jahr auf jeden Fall deutlich härter, weil du hast eine ganz andere Planung, als wenn du einfach nur sagst, okay, aus SEO-Sicht betreuen wir das Weihnachtsthema, dann geht es ja oftmals schon viel, viel früher los. Richtig. Weil wir... Vor allem hast du ja vor Weihnachten auch tatsächlich noch den Black Friday gehabt. Das geht alles jedes sehr... Jahr, aber trotzdem, es läuft halt alles so ein bisschen zusammen, ne? Und im SEO-Bereich müsstest du ja schon im Sommer vielleicht Content erstellen damit. Ja. Ich glaube auch, dass das die größte Herausforderung ist, tatsächlich für Marketing-Teams diese Planung einfach richtig hinzubekommen. Wo wir selber auch oftmals noch Probleme haben. Absolut. Muss man ehrlich sein, also also Kommunikation ist ja sowieso immer das A und O. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, egal wie groß die Firma ist. Man sagt ja immer, ja, je kleiner die Firma ist, desto einfacher ist es. Und je größer sie wird, je größer sie ist, desto schwieriger. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil das ist halt total charakterabhängig. Je nachdem, ob du Menschen hast, die generell viel miteinander sprechen oder eben auch, das hat auch, glaube ich, was mit Sympathie zu tun. Ja, absolut. Also ich kann das von meiner Seite aus sagen, wir haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, was die Kommunikation angegangen ist. Dieses Weihnachtsfest, Vorweihnachtsfest. Aber ich glaube, dass man auch daraus was lernen kann und es fürs nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser machen kann. Ja, also was du ja nicht vergessen darfst, ist, das Problem daran ist, je ungenauer du oder unklarer du kommunizierst, also je unklarer die Situation ist, desto mehr musst du das später wieder rausarbeiten. Ja. Das heißt ja nicht, dass du dann dadurch schlechtere Ergebnisse hast. Nein, absolut nicht.
aber dir fallen Dinge einfach später auf. Ja. Und das macht dir dann natürlich dann Druck. Und ja, wenn du das dann eben nicht bei, sagen wir mal, du betreust nicht nur einen Kunden, sondern du machst das bei 15. Hui. Hui, ja, dann ist die, dann ist auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen. Ja. Deswegen waren wir natürlich extrem viel hier. Ja, das stimmt. Lange Tage gehabt, da hat sich leider das, das Agentur-Klischee total bestätigt. Mhm. Lange Stunden, wenig Freizeit. Stimmt. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber ich glaube auch immer, dass das echt. Da bleiben auch mal die Mails liegen, muss ich tatsächlich zugeben. Ne? Also zumindest im Influencer-Bereich sind sie oft oder beim Blogger. Ist echt ein bisschen was liegen geblieben. Ja gut, aber das ist ja in dem Sinne nicht schlimm, weil das sind ja quasi die, mit denen du jetzt zusammenarbeitest. Klar, genau. Und aber trotzdem, auch wenn es um Linkbuilding jetzt zum Beispiel im Dezember noch ging, war das super schwierig, das irgendwie zu koordinieren, weil du halt noch die anderen Bereiche hattest, die du betreut hast. Ja, aber es liegt auch daran, dass dieser, dass die Nachfrage an Stunden, die die Agentur leisten muss, natürlich dann ab Oktober exponentiell wächst. Ja. Oder ich meine, viele, also wir haben viele Kunden, die ja sagen, wir müssen im Weihnachtsgeschäft alle anderen Monate quasi finanzieren, weil sie halt da so den Umsatz schieben, der sie quasi das ganze Jahr dann überleben lässt oder sie wachsen lässt. Und dementsprechend wichtig ist es natürlich auch, dass du eine wasserdichte Strategie hast, die aber... Wasserdichte Strategie? Finde ich gut, Die aber, und das ist ja dann auch wieder die Kunst, so flexibel ist, dass sie angepasst werden kann, wenn es nicht funktioniert. Schon tausendmal erlebt, jetzt nicht unbedingt bei Boy & Man, aber was ich vorher gemacht habe, dass die... du hast halt dann so ein Problem, dass du sagst, du committest dich auf eine Strategie, die du unbedingt durchziehen willst, dann tust du das. Du hast aber, du merkst vielleicht schon, dass eben die Daten, die zurückkommen von Kunden, dass es eben nicht so gut funktioniert. Klar. Und dann hast du ja zwei Menschen. Der eine sagt, okay, wir müssen unbedingt uns jetzt anpassen. Ist aber dann in der Regel so, dass es viel zu stressig ist, weil du hast keinen Plan B. Beziehungsweise du hast gar nicht mehr die Zeit, dir dann darüber Gedanken zu machen. Oder du hast eben dann nochmal die andere Person, die dann sagt, nee, wir halten jetzt daran fest und wir ziehen es durch bis zum bitteren Ende, weil wir noch glauben, dass sich das dreht. Ich halte die erste Person, die flexibel genug ist, sich anzupassen, für deutlich besser als in der heutigen Zeit, weil es halt eben nicht mehr so ist, dass du, keine Ahnung, jetzt du planst dein Media-Budget fürs Fernsehen, dann ist das ja dann einfach fix und du wirst da wenig machen können und du hast ja auch nicht diese... Du hast ja auch einfach nicht diese genauen Daten, die dir innerhalb von, 48 bis 36 oder von 36 bis 48 Stunden, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, die dir innerhalb von 48 Stunden sagen können, ob das, was du machst, tatsächlich funktioniert oder nicht. Ist auch ein bisschen immer Risikospiel, ne? Ja, aber wenn du kannst das Risiko natürlich minimieren, wenn du in der Lage bist, mehrere, nicht komplett neue Strategien, aber mehrere Taktiken. Also du hast eine Strategie, aber in der Strategie hast du verschiedene Taktiken, die du anwenden könntest, nachdem du Hypothesen aufgesetzt hast. Okay. Sorry, jetzt wird es schon ein bisschen detailliert. Jetzt wird es super detailliert. Du sagst bei Kunde, bei Kunde A, okay, wir glauben, dass wenn wir den Lösungsweg nehmen, dass wir den meisten Erfolg haben. Du solltest aber auf jeden Fall noch eine Gegenthese haben, wo du sagst, es könnte aber auch sein, dass das gut funktioniert. Und wenn du die Ressourcen hast, daran scheitert es dann meistens auch. Ich wollte es gerade sagen. Wenn du die Ressourcen hast, solltest du dir das unbedingt zur Stärke machen. Oder halt eben vielleicht auch sagen, ey, wir müssen da mehr arbeiten, so wie wir, um eben mehrere Wege zu haben und um diese Wege dann gehen zu können, wenn es halt in die Hose geht. Weil in die Hose gehen, im Fall vom Weihnachtsgeschäft, ist halt das, was du dir wahrscheinlich am allerwenigsten leisten kannst. Und wenn du es dir jetzt mal auch anschaust, wir haben natürlich Kunden gehabt, bei denen war das Weihnachtsgeschäft ultra erfolgreich. Ja, und ich wollte nämlich gerade darauf hinaus. Wie ist es? Würdest du jetzt sagen, das war ein erfolgreiches Jahr 2019, jetzt mit Bezug auf Weihnachtsgeschäft für unsere Kunden? Aber bei manchen sind wir, glaube ich, sind die Erwartungen nicht ganz erfüllt worden. Liegt aber natürlich auch daran, ohne jetzt, was natürlich super unsympathisches Kundenbashing zu betreiben, was ich nicht mache, aber natürlich gibt es... Macht der. Mache ich überhaupt nicht. Weil es gibt einfach natürlich Kunden, die immer mehr ein bisschen auf Sicherheit gehen, was ich auch verstehen kann. Was ich vollkommen legitim finde, geht es halt um Geld, ne? Genau, aber ich meine, die
sehr, sehr wenig riskieren, mhm. sind auch die, die nicht erwarten können, groß zu gewinnen. Klar. Und ja, aber das ist nicht so klar, weil natürlich bekommst du Geld und dafür wird eine gewisse Leistung erwartet. Aber wenn du dich gar nicht wirklich, wie soll ich sagen, ja, entfalten darfst mhm. mit der eigentlichen Stärke, die du hast, mhm. sondern immer quasi diesen geradlinigen Weg gehen muss. Ja, aber wenn die vorher ja mit dem geradlinigen Weg immer Erfolg hatten, warum? Und also es gab sicherlich einen Moment von diesem Kunden, mhm. an dem der Weg, der heute geradlinig ist, damals überhaupt nicht geradlinig war, dass er so erfolgreich geworden ist. Das ist das Problem. Da geht es gar nicht um Geradlinigkeit per se, sondern um Nostalgie, an etwas festhalten zu wollen, was immer funktioniert hat. Und das zu akzeptieren, dass das heute nicht mehr funktioniert. Okay. Das ist so, wie wir früher, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, einfach nur ein paar Facebook-Posts gemacht haben und dann eine extrem weite Reichweite bekommen haben und heute müssen und dürfen, man muss es ja auch als Chance sehen, weil ich das jetzt hier zum Beispiel sehr gern mit dir mache. Ja. Es gibt bestimmt schlimmere Dinge, als sich über Marketing zu essen und Bier trinken. Ja, da gibt's. Ich kann mir schrecklichere Szenarien vorstellen. Ja, absolut. Aber schau, das hat sich auch einfach verändert. So, dass es reicht einfach nicht mehr nur zu sagen, ey, guck mal, hier ist eine Case Study, das haben wir gemacht und wir schicken dir eine E-Mail und dann sagst du, oh geil, mit denen will ich zusammenarbeiten. Aber das machen wir ja. Wie bitte? Wir machen das. Du hast ja normalerweise nicht jede Agentur hat zum Beispiel einen Podcast und einen Blog. Viele haben halt nun mal nur die Case Study, die sie vorweisen können. Ja, und das wird auch nachweislich der Grund dafür sein, dass ich da die Spreu von der Weizen trenne. Meinst du? Das meine ich nicht nur so, sondern das ist so. Das ist historisch auch schon, glaube ich, schon immer so gewesen. Keine Ahnung, ich hätte jetzt nur amerikanische Beispiele, aber... Das sind seine Lieblingsbeispiele. Ja, Toys R Us, die pleite sind. Das habe ich heute schon mal irgendwo gehört. Siehst du? die es einfach nicht geschafft haben, sich zu adaptieren und sich auf ein neues Zeitalter einzulassen. Ja, aber meinst du, weil die nicht risikobereit waren? Nein. Oder weil... Ich glaube es nicht. Nein, es hat eigentlich... vielleicht widerspreche ich mir da auch vorher ein bisschen. Also es hat... Also es hat was mit Risiko zu tun. Die einfach immer das... Oder weil die so sehr an der Vergangenheit festhalten, weil das wäre das, was du eben gesagt hast. Also, es ist ein Zusammenspiel von beiden. Also wieso soll ich was Neues machen, wenn ich damit zum Beispiel keine Conversions generiere? Also warum sollte eine Brand jetzt zum Beispiel in TikTok investieren? Warum? Warum sollte die das machen? Naja, dann frage ich eher, warum nicht? Weil es keinen direkten Return on Invest gibt. Naja, aber auf langfristige Art und Weise gesehen. Ja, ja, ganz genau. Und wie viele denken heute wirklich langfristig und dann auch langfristig in ihren Marketingkanälen? Also ich kenne ein paar. Also ich kenne ein paar auch von unseren Kunden, wo es natürlich am meisten Spaß macht, ja, die offen für Neues sind, die auch sagen, lass uns das ausprobieren und dann das Allerwichtigste, die nicht ungeduldig werden, sondern die verstehen, okay, das dauert. Das sind aber auch die Kunden, mit denen du gerne zusammenarbeitest, das habe ich ja, genau, das habe ich ja eben gesagt. Nicht mal nur ich, sondern natürlich das ganze Team. Ja, voll, wenn du dich, wenn das, also mir macht das auch genauso viel Spaß. Also da geht es ja nicht mal, ums Neuerfinden, sondern da geht es einfach darum, neue Wege zu bestreiten, um meine Zielgruppe zu erreichen. Klar. Weil das Spiel ist ja immer das Gleiche. Vor, was ist jetzt für ein Jahr? 2020? Ja. Frohes Neues Jahr. Frohes Neues Jahr. Vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren haben doch auch bestimmt alle über Facebook gelacht und gesagt, das ist kein Business Case. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange es schon Facebook gibt. Ja, 2005, glaube ich, 2006. Ja. Echt? Oder 2008. Irgendwie so. Aber sagen wir mal, seit 2010 ist das wirklich in Deutschland bekannter. Ja. Ich bin mir so sicher, dass da jeder auch gedacht hat, ja, ein bisschen Social Media machen wir mit und so. Aber da hat niemals jemand gesagt, darauf setzen wir. Ja, ja, stimmt. Und deswegen, und das so. Und dann sind alle bei Facebook. Mhm. Also erstmal die ganzen Kids. Ja. Dann kommen die Älteren, ja, so wie wir. Nö, also dann, ich hätte jetzt eher auf meinen Vater getippt. Nee, der ist großer Facebook-Fan. Ja, aber ab wann? Wenn du dir okay, mal das ganz, hat ein paar Jahre gedauert. Aber ja, der war bestimmt nicht vor dir bei Facebook. Nö, das stimmt. Ich glaube, ja, da hast du vollkommen recht. Aber ja, das ist diese Timeline, die es immer gibt. Mhm. Also zuerst kommen die Coolen. Klar, natürlich. Die jungen Kids. Coolen. Die Coolen. So wie es bei Instagram war. Die zur Fridays for Future-Demo gehen. Genau die. Na, die halt neues Zeug ausprobieren. Ja. Die nicht da sein wollen, wo ihre Eltern sind. Klar.
Und dann ziehen die weiter. So, und dann kommen eben Leute mittleren Alters, nee, also jemand wie ich, der mit 31, der jetzt auch sagt... Mittlerem Alter oder was? Das wollte ich immer mal sagen über mich selbst. Ja. Die dann sagen, ah, okay, da ist was Neues, das ist schon größer. Guck mal, TikTok, glaube ich, schon 500 Millionen User. Mhm. Also ist das jetzt ein Case, wo ich auch sagen kann, früher hieß das, glaube ich, übrigens Musical.ly. Mhm. Da hatte ich das auch schon benutzt. Oh nein, du hast es wirklich benutzt. Ja. Oh Gott, darüber machen wir noch eine Podcast-Folge. Und, das würde mich wirklich interessieren. Ja, kann man mal meinen Content zeigen. Und da ist es halt so, dass ja dann kommen Leute wie ich. Und auch da wird sich das so entwickeln, dass sobald das durch ist, dieser Zyklus, wenn dann auch da wieder die Älteren kommen und dann, wenn die jungen Kids wieder woanders hinziehen. Das ist immer das gleiche Spiel. Das ist immer das gleiche. Das war auch noch nie anders. Ja, und was sagt uns das jetzt über unsere Kunden und das Weihnachtsgeschäft aus? Was uns übers Weihnachtsgeschäft an sich wenig, mhm, außer dass, wo wir jetzt geworben haben für unsere Kunden, mhm, auf Instagram und, ja, auf Facebook, die Preise wie jedes Jahr explodieren, ja, und einfach extrem teuer ist. Ja, aber wenn du jetzt bei TikTok investierst, mhm, zahlst du wahrscheinlich einen Bruchteil und erreichst unfassbar viele Menschen. Das Problem ist, du wirst nicht geil tracken können, wie das aktuell alles, mhm, funktioniert. Und das ist der springende Punkt. Solange die Menschen, gerade wir Deutschen, solange wir Deutschen nicht schwarz auf weiß sehen, dass das funktioniert, machen wir es nicht. Deswegen sind uns die Amerikaner auch aktuell so viel voraus und auch die Chinesen wahrscheinlich. Aber die Amerikaner im Marketing im Speziellen, weil die einfach deutlich, ich glaube, die entscheiden da deutlich fixer als wir. Okay. So, wir Deutschen, wir brauchen ja immer Argumente und das muss genau nachgerechnet werden. Ja, wir sind wahrscheinlich ein Volk, was sehr auf Sicherheit bedacht, ja, ist. Ja, vollkommen. Also, ich meine, kann ich voll und ganz verstehen, ne? Also, ich bin mit der Mentalität groß geworden, du wahrscheinlich auch, aber du bist ja halt nur mal ein bisschen Risikobereitschaft. Ist bei dir halt irgendwie so ein Thema. Aber ich bin persönlich auch, ich würde auch, wenn ich ein Shop habe und irgendwas Bodenständiges verkaufe, würde ich auch lieber kein Risiko eingehen, weil da steckt Geld drin, da steht irgendwie eine Familie, Existenz etc. pp. Das ist auch für dich doch ein Thema, oder nicht? Ja, aber ich meine, das von jemandem zu hören, die Volljuristin ist und dann gesagt hat, ich höre jetzt auf und mache jetzt Influencer-Marketing, das klingt ein bisschen absurd. Warum? Ja, weil du doch auch überhaupt nicht sicherheitsmäßig unterwegs bist. Doch, ich bin sicherheitsmäßig unterwegs, weil ich mir sicher bin, dass ich mir das aneignen kann. Und ich glaube, das bringt mir die Sicherheit. Aber das ist etwas, was ich auch dann schwarz auf weiß habe. Also ich habe was gelernt, ich kann es in meinen Lebenslauf packen. Aber ey, ich habe einen Shop und dann kommt jemand, dann kommst du und sagst mir, ey, wir fahren jetzt mal hier. Das hat alles super gut funktioniert. Weihnachten machen wir jetzt mal was ganz komplett Neues. Und nein, das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass man das andere komplett lassen soll. Nein, das möchte ich auch damit nicht sagen. Aber du sagst, ey, wir haben Versuch Nummer A gemacht und, mhm, jetzt versuchen wir mal Weg B. Und Versuch A hat vielleicht schon funktioniert, aber hat nicht die Ziele erbracht, die der Kunde vielleicht sehen wollte. Aber jetzt dann komplett eine neue Schiene fahren mit dem Gedanken, ey, das kann auch vielleicht gar nicht funktionieren oder das kann sogar schlechter laufen. Finde ich schon mutig und ich kann auch verstehen, dass den Kunden sagen, ey, nee, das machen wir nicht. Wir bleiben oldschool, fahren die Linie, die wir gefahren sind. Ja, und deswegen sterben letztendlich Unternehmen, da bin ich mir relativ sicher. Ehrlich? Ja, weil du einfach, du siehst, dass das nicht mehr so funktioniert. Das heißt, das hat nicht mal was mit, ich weiß nicht, ob das was mit Risikobereitschaft zu tun hat oder einfach nur mit, Ich muss es jetzt mal so sagen, ich muss die Eier haben, um mich aus meiner Komfortzone zu bewegen, um mich zu bewegen, damit sich etwas bewegen kann. Und da muss ich auch einschätzen können in der heutigen Zeit, wie lange dauert das, bis ich da was sehe. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt ins Weihnachtsgeschäft gehe, würde ich jetzt nicht sagen, ey, wir fangen zum Weihnachtsgeschäft was Neues an. Aber ich würde mir jetzt Gedanken machen, ja, okay, wo möchte ich, mhm, nächstes Jahr Weihnachten, wenn es wirklich so, mhm, wichtig ist, wo möchte ich da stehen? Was habe ich aus dem letzten, das wäre jetzt, um das Thema vielleicht direkt mal abzuschließen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Mein großes Learning, mhm, dass ich eigentlich schon in Q1 jetzt festhalten möchte, wo möchte ich zum Weihnachtsgeschäft 2020 stehen
um die Ziele, die wir dort haben werden, zu erreichen, okay, wenn es die denn schon gibt. Aber auch ansonsten könnte ich jetzt von einem Kunden zum Beispiel sagen, ich weiß, dass wir im nächsten Jahr unbedingt mehr E-Mail-Adressen brauchen. Das weiß ich einfach. Weil das ich ist ein guter Übergang zum nächsten Thema, würde ich jetzt behaupten. Ich habe die Conversion Rate gesehen und natürlich, je mehr User du hast, desto niedriger ist dann die Conversion Rate. Mhm. Aber trotzdem ist die halt, war die Conversion Rate so hoch, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn wir 10-mal mehr E-Mail-Adressen bekommen, die ähnlich qualifiziert sind, dann ist das ein riesen Umsatztreiber im nächsten Jahr. Und also das ist was ich im nächsten Jahr, also was ich dieses Jahr unbedingt machen möchte, früher Ziele zu haben und um dann auch früher die Strategien festlegen zu können dafür. Okay. Und sich mehr Zeit zum Denken geben. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Tipp. Man muss sich mehr Zeit lassen, um was zu beschließen. Also schnell in seinen Entscheidungswegen, aber sich die Zeit zu geben, zu denken. Wir denken viel zu wenig. Wir machen immer schnell und dann, und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das. Anstatt einfach mal sich hinzusetzen und wirklich logisch darüber nachzudenken. Das sagt er mir übrigens immer wieder als Kritik. Wenn ich irgendwas schnell erledigen möchte, dann sagt er immer so, nee, nicht schnell erledigen. Drüber nachdenken, es ordentlich ausführen. Und dann schnell erledigen. Und dann schnell erledigen. Und dann, das sagt er mir wirklich immer. Ja, weil ansonsten hast du immer diese Enttäuschung, dass du was schnell machst. Ja, und dann musst du es nochmal machen und dann machst du es nochmal schnell. Das stimmt. Aber am Ende verlierst du nur Zeit und es ist immer frustrierend, weil du halt immer auf die Mütze bekommst. Ja. Und ich glaube, da, das ist dann wahrscheinlich eher was für Teaminterner. Ja, das stimmt. Aber kommen wir mal direkt zum nächsten Thema, weil du hast es gerade auch so wunderbar angesprochen. E-Mail zum Beispiel. Mhm. Da wäre doch das Thema Pop-ups gar nicht so uninteressant, oder? Oder eher, wie sammelt man E-Mail-Adressen? Gibt es da Tricks und Tipps, wie man schneller an E-Mail-Adressen kommt? Oder gerade für Boy und Man selber? Wie würden wir taktisch am besten vorgehen, um ein paar E-Mail-Adressen zu sammeln? Ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich natürlich auch interessieren, aber meiner Meinung nach, ich habe aktuell so ein krasses Hin und Her in mir, was tatsächlich das Einsammeln von Leads angeht oder wie man das macht, ob man sein Content alles for free raushaut und nie was nachfragt. Auch viel darüber gelesen und gesehen jetzt in letzter Zeit und dementsprechend, ich würde sogar so weit gehen, dass mich das belastet, weil ich weiß, wie Pop-ups nerven. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich einen Business Case, dass du sagst, ich weiß aber, dass sie funktionieren. Ja. Aber das ist die gleiche Geschichte wie mit Bannerwerbung. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, geile Bannerwerbung, Mann. Das habe ich noch nie gehört. Das stimmt. Und trotzdem klicken da manchmal Leute drauf. Und ich klicke wirklich drauf. Also ich klicke tatsächlich drauf und ich weiß noch nicht mal, aus welchem Grund ich drauf klicke, aber ich finde es richtig ätzend, aber ich klicke drauf. Ja, im schlechtesten Fall, weil du es eigentlich wegklicken willst. Nee, aber mir passiert das tatsächlich nicht, weil ich es wegklicken möchte. Wirklich? Nee. Oh Mann, also wenn es geht, sollten wir das vielleicht rausschneiden. Also. Nee, tatsächlich. Und das, ich bin, glaube ich, auch nicht alleine mit diesem, was tust du denn da? Ach so, okay. Das hat die Kamera jetzt auch aufgenommen, also von daher. Ich klicke da tatsächlich drauf. Und ich finde auch zum Beispiel mit Pop-ups habe ich überhaupt gar kein Problem, wenn es nicht so penetrant ist. Ich habe eher ein Problem mit den ganzen E-Mails, die ich immer kriege. Echt? Ja. Also ich finde es richtig nervig. Ich habe mich gerade letztens schon wieder irgendwo für ein Free-E-Book registriert und jetzt kriege ich ständig diese E-Mails, dass mich jemand kontaktieren möchte. Das macht mir gar keinen Spaß. Und ich bin immer kurz davor, echt eine unfreundliche E-Mail zurückzuschreiben, von wegen, ey, das ist so. Ich komme auf euch zurück, wenn ich eure Hilfe brauche. Aber das ist doch sowieso automatisiert. Ich meine, ist mir durchaus bewusst, aber es nervt halt einfach. Ja, aber wenn du nie fragst, machst du halt auch wahrscheinlich nicht einen Sale. Ja, das mag vielleicht sein, aber ich glaube, dann finde ich ein Pop-up, was kommt und sagt, ey, hast du Bock, unseren Newsletter zu lesen? Finde ich auf jeden Fall interessanter als, ey, jemand, der penetrant fragt, ey, du hast dich übrigens nicht gemeldet. Du hast das E-Book runtergeladen, ey, bla bla bla. Nee, finde ich nicht. Dann machen wir genau das Gleiche. Weil das mich so nervt, oder was? Also ich bin jetzt vielleicht auch kein Paradebeispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass auch in meinem Freundeskreis und Familienkreis, dass das die Leute nerven würde. Also, ey, du bietest was kostenlos auf deiner Website zum Beispiel an, hast du ja gerade angesprochen, und dann nervst du und terrorisierst die Leute. Ey, ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann sag doch direkt, ey, es kostet 5 €, lädt sich wahrscheinlich dann niemand mehr runter. Aber dann hast du halt irgendwie auch die Einwilligung dazu, dass die Leute dich nerven. Ja, also. Und ich meine, Pop-up kannst du immer noch wegklicken.
Aber es kommt halt wirklich, ja, aber es kommt halt auf die User Experience an, ne? Wenn du sagst, okay, jemand kommt auf deine Seite, um Content, um sich Content anzuschauen. Ja. Und du sagst, ey, 10 Euro Willkommensgutschein für deine erste Bestellung oder für, wenn du dich für ein Newsletter anmeldest. Ja, voll geil. Ja, siehst du, das zum Beispiel, ich glaube, da sollte man mal einen AB-Test machen oder eine Umfrage, inwiefern das Leute nervt oder die das gut finden. Ja. Weil ich glaube, wenn ich mit allen Leuten, mit denen ich sprechen würde oder mit ganz vielen, die würden mir sehr wohl sagen, dass das nervt und dass sie keinen Bock auf Pop-Ups haben im generell. Ich meine, selbst Google irgendwie, wenn du Pop-Ups verwendest, sagen ja, es ist schlecht für die User Experience und es könnte Einschränkungen fürs Ranking nach sich ziehen. Ich glaube, gerade wenn es im sichtbaren Bereich ist oder so. Ja, aber dann kommst du ja in diese Bredouille, dass du quasi, ja, wo soll ich es denn hinmachen, wenn nicht im sichtbaren Bereich? Soll ich es extra dahin machen, wo es extra niemand sieht und wo es auf gar keinen Fall sich jemand für irgendwas einträgt? Was uns ja durch die DSGVO nochmal alles schwerer gemacht worden ist, dass du ein 100 Opt-in, Triple 1000 Opt-in machen musst, um wirklich ganz klar definieren zu können, ja, oder dich absichern zu können, ja, dieser Person darf ich was schicken. Also Pop-Ups funktionieren. Ja. Definitiv auch Exit-Intent-Pop-Ups und Sticky-Pop-Ups auch. Oder Sticky, das sind dann Sticky-Banner oder Sticky-Bars, die halt irgendwie mit Scrollen die ganze Zeit. Ah, okay. Ne? Die mitlaufen. Die mitlaufen, genau. Oh, schön gesagt, die mitlaufen. Ja, für mich laufen die immer mit. Also ich nenne es aber jetzt nur noch die Mitläufer-Banner. Ja, die halt Mitläufer sind, die funktionieren alle irgendwo. Ja. Manche besser als andere, manche halt eben schlechter. Die Frage ist nur, was wir eben nicht sagen können, ist, inwiefern, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, inwiefern schrecken diese Banner dann eben Leute für einen Kauf ab, weil sie einfach sagen, ah, fuck it. Besonders auf Mobile-Geräten. Aber auf Mobile-Geräten kann ich verstehen, aber wenn sie irgendwie einen Zusatz anbieten, wie zum Beispiel einen Rabatt oder einen Gutscheincode, ich glaube, dann sind die ja direkt ein bisschen interessanter für die Konsumenten, oder nicht? Es kommt halt total drauf an. Es sei denn, ich meine, wenn du eine E-Mail-Adresse einsammeln möchtest und nichts dabei rumkommt, ist ja so eine Sache, oder? Ja, ich meine, du spielst ja immer mit Mehrwert. Mehrwert. Ja. Also wir bringen den Mehrwert, also du kriegst ein Incentive, also du wirst incentiviert. Ja, genau. Ob es jetzt Wissen ist, also Content oder eben über Rabattcodes oder was auch immer, du kriegst ein Geschenk für, wenn du dir was kaufst über einen Wert von XY und dafür kriegst du einen Code. Ja. Also incentiviert wirst du immer. Ich rede rein halt davon, dass der Grundsatz eben der ist, ich bin auf der Webseite und ich will selber schauen. Ich meine, das wäre doch ungefähr so, wie wenn ich jetzt in einem ganz normalen Laden bin und ich bin auf dem Weg rauszugehen und dann springt so eine Verkäuferin davor und sagt, stopp, wenn du jetzt bleibst und wenn du jetzt was kaufst, kriegst du 20%. Ja, aber der große Unterschied ist halt nun mal, dass in einem Einkaufsladen, in den du reingegangen bist, den wirst du wahrscheinlich besucht haben, um etwas zu kaufen. Im Idealfall. Also ich bin jetzt irgendwie gerade beim Supermarkt hängen geblieben und habe mir gerade vorgestellt, wie die Kassiererin. Das ist was anderes. E-Commerce-Shop ist kein Supermarkt. Ja, okay. Dann sagen wir mal, du bist im Einzelhandel und du bist ja schon reingegangen. Da wirst du ja schon einen Grund gehabt haben, da was zu kaufen, oder? Überhaupt nicht, sag mal. Nee. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann. Eigentlich sollte das komplett andersrum sein. Oh. Also ich als Mann sollte doch eigentlich irgendwo reingehen und sagen, ja, ich kaufe jetzt die Hose. Aber um ehrlich zu sein, war ich am Samstag mit meinem Sohn spazieren und wir waren in der Mall und ich bin einfach in jeden Laden rein und habe ein bisschen geguckt. Oh, deine Freundin tut mir ein bisschen leid. Ja. Die so schnell. Nee, aber also ich tatsächlich gehe super ungern in eine stressige Stadt, jetzt in Berlin jetzt. Und am Kudamm in einen Einkaufsladen zu gehen, ist an einem Wochenende super stressig. Und wenn ich in den Laden gehe, dann weiß ich, dass ich da was kaufen werde. Und stell dir mal vor, ich stehe kurz vorm Ausgang und ich habe gerade das perfekte Oberteil gefunden. Und da kommt jemand und sagt, ey, wenn du jetzt den Laden nicht verlässt, dann bekommst du noch 5 Euro Rabatt. Ja. Dann würde ich sogar noch was draufpacken. Das glaube ich nicht. Und ich würde auf jeden Fall, dann würde ich auf jeden Fall, in dem Fall würde ich das Pop-Up unbedingt abschaffen, weil das würde ja bedeuten, dass die Person eigentlich schon kaufen würde. Und ich gebe ihr sogar noch was, damit sie es günstiger bekommt. Ja, aber der hat ja nicht gesehen, dass ich vielleicht schon was ausgesucht hatte. Okay. Aber also ich stehe im Laden und habe das so im Visier und stehe aber schon am Ausgang, weißt du? Und dann kommt die Person. Und ich habe es ja vielleicht schon ausgesucht und dann kaufe ich mir noch was wegen dem 5 Euro. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Also ich bin mir sogar sicher, dass es funktioniert. Ob es funktioniert oder nicht, ist ja gar nicht die Frage. Ja, und es funktioniert doch auch deutlich besser dann, oder nicht? Also
Also es ist tatsächlich ein super schwieriges das Thema. Das macht mich gerade auch richtig nervös, das Thema. Ja? Ja? Du fragst dich, fuck, wie können wir den Leuten jetzt die richtige Antwort geben? Ja, ich denke wirklich gerade, gibt es ein richtig oder falsch? Kann man das noch besser machen? Also damit es halt eben nicht nur so eine nervige Sache ist, sondern mit dem Hintergedanken, ey, wir wollen dir ja wirklich helfen. Ja, also... Und nicht nur, dass du unsere Seite verlässt, sondern wir wollen dir wirklich helfen und unsere Sachen noch an dich verkaufen. Ja, also ich glaube, man kommt tatsächlich nicht drum rum, das zu machen, wenn man, wenn man User halten möchte. Ja. Aber man sollte echt sparsam damit umgehen. Also gerade auf Mobilgeräten. Okay. Weil so ein Pop-up auf ein Mobilgerät ist einfach super ungeil. Es sei denn, es ist cool gemacht, oder? Es sei denn, es ist cool gemacht, aber wann hast du denn das letzte Mal ein cooles Pop-up gesehen? Keine Ahnung, unser Pop-up. Nee. Unser Pop-up ist cool. Unser Pop-up ist cool, weil es lustig ist. Ja. Aber viele wollen ja auch nicht lustig sein. Ach so. Kannst du dir ein lustiges Zalando vorstellen? Ja. Das letzte Mal, dass die lustig waren, war 2010 mit ihrer Werbung. Okay, das war jetzt ein bisschen gemein, aber okay. Mhm. Nein, das können die Leute von Zalando ab. Ja? Die Rocket-Leute, na klar. Okay. Weiß ich nicht, aber gut, hätten wir das auch geklärt. Shoutouts an Rocket. Team Rocket. Ja. Okay, erzähl weiter. Zu Pop-Ups? Nee. Nee, Pop-Ups sind wir jetzt durch. Also ich bitte jetzt alle darum, uns auf die Website zu folgen, unsere eigene Website. Und das Pop-Up auszufüllen. Und das Pop-Up auszufüllen oder tatsächlich auch uns Feedback zu geben. Ey, findet ihr das gut? Findet ihr das scheiße? Tragt ihr euch für den Newsletter ein oder nicht? Macht es mal, sagt uns mal Bescheid, ob das funktioniert oder nicht. Oder ob der Chris vielleicht auch alleine steht mit seiner Meinung, dass unser Pop-Up witzig ist. Ich finde es nämlich gar nicht witzig. Okay. Ja, was gibt es sonst noch? Was gab es denn sonst noch Spannendes aktuell? Sag mal, wir haben im Januar viel Content für SEO geschaffen. Lass uns doch noch ein bisschen über SEO sprechen? Mhm. Ja, oh, ja, da habe ich gerade auch so Grundsatzdebatten mit Kunden. Echt? Ja, zum Beispiel, also was glaube ich auch massiv unterschätzt wird, auch wieder generell. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe dieses Gespräch einmal geführt. Ich komme mir manchmal wirklich vor, gar nicht als CEO, sondern eher so als Prediger. Prediger? Ja. Weil ich wiederhole mich so oft und ich predige immer dieselben Sachen. Okay, das ist schon wieder Kundenbashing, ne? Ey. Nee, das mache ich auch manchmal intern. Ey, das macht er auch tatsächlich mit uns intern. Ja, also man muss den Leuten halt manchmal Sachen Thema sagen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Echt? Klar, man muss mir auch manchmal Sachen Thema sagen. Oh, zehnmal? Hängt noch eine Null dran. Ja, genau. Nee, erzähl mal weiter. Interessiert mich. Ja, also ich glaube, was so hart unterschätzt wird, ist, wie SEO jetzt auch 2020 eingesetzt wird. Im Sinne von... ja, wir gehen nur auf Kaufintent-Keywords und es muss sich immer um eine Conversion drehen. Also wir haben da übrigens auch einen guten Blogbeitrag zu gemacht, der wahre Wert von SEO. What? Nee, kann man sich echt mal antun, weil es, glaube ich, wirklich spannend ist, um mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Mhm. Weil es nichts Kompliziertes ist, sondern einfach nur zu verstehen, was mir SEO, der organische Traffic, tatsächlich bringt. Okay. Du hast... Auf der einen Seite hast du ja Google Analytics, was ja von allen Leuten, also den meisten E-Commerce-Unternehmen genutzt also, wird und allen, aber übrigens auch als die Wahrheit angesehen wird. Mhm. Obwohl, wie es meistens eingesetzt wird, die Technologie oder die Messwerte und die Messungsart echt super altmodisch ist. Okay. Also Google Analytics trackt ja nach dem Last-Click-Attribution-Model. Das bedeutet, über den Kanal, wo ich als letztes auf die Seite komme und den Kauf abschließe, dieser Kanal bekommt die Conversion zugewiesen. Richtig. Jetzt sind wir bei 2020. Mhm. Und meistens ist nicht dein erster Besuch der Besuch, bei dem du kaufst. Ja. Also das ist sehr oft so. Das heißt, du erkundigst dich erstmal über ein Thema. Du suchst danach, du schaust dir Reviews an auf Amazon, du schaust dir den Instagram-Kanal an. Ja, können wir ja direkt an einem Beispiel festmachen. Ich suche gerade ein neues Bett. Du suchst ein neues Bett? Genau. Bettgestell oder auch Matratze? Sowohl als auch. Lattenrost, Matratze, alles, was dazugehört. Also ich meine,
jetzt kenne ich das ganze Business. Mir wird jetzt auch eindeutig viel Werbung angezeigt. Ja, aber ich meine, du informierst dich ja. Ich habe mich übertrieben viel informiert. Also was ist das denn losgegangen? Also ich habe angefangen, einfach nur nach einem Bettgestell zu suchen. Okay, ab zu googeln. Ja, ich habe es gegoogelt. Natürlich. Aber wie hast du gegoogelt? Ich habe Bettgestell gegoogelt. Dann habe ich festgestellt, ey, da kommen viel zu viele Suchergebnisse, die nicht mich zu dem richtigen Produkt bringen. Habe ich mich entschieden, nach Massivholzbetten zu suchen, weil ich hätte gerne ein Holzbett. Ja. Dann wurden mir natürlich irgendwie auf Instagram Werbung angezeigt. Aber du hast auf Instagram gesucht? Nee, ich habe bei Google gesucht, aber dann wurde mir auch bei Instagram Werbung angezeigt für Betten. Logisch. Und dann bin ich mal Facebook auf Pixel? Ja, bin ich irgendwann mal auf eine coole Seite gekommen, habe dann schon ein Produkt gefunden. Mhm. 3 Tage später wurde mir noch ein geileres Produkt angezeigt bei irgendeiner anderen Webseite. Ja. Also habe ich dann nochmal ein bisschen spezieller gesucht, weil ich brauche ein Bett in Berlin. Also habe ich nochmal ein Bettgestell Massivholz Berlin gesucht. Aber weil du es dir angucken willst? Ja, weil ich es mir tatsächlich, weil es für mich viel, viel schwieriger ist, ich kann jetzt in einem Online-Shop irgendwo ein Bett kaufen, aber weiß gar nicht, was das für ein Holz ist, wie es aussieht. Zu Ikea will ich nicht fahren, weil, keine Ahnung. Also Berlin. Das ist meine Suchreise gewesen. Und hast du ein Bett? Nein, ich habe immer noch kein Bett. Und ich habe auch keine Matratze gefunden und auch keinen Lattenrost und nichts. Aber ich habe viel Werbung gesehen, viel. Also ich kenne jetzt die Preise von allen gängigen Matratzenanbietern, die gerade hip und trendy sind. Cool, da gibt es dann nicht so viele. Doch, Casper und Emma. Casper, Emma, Bett 1. Kenne ich nicht. Wurde mir noch nicht angezeigt. Bett 1, heißt das nicht Bett 1? Ich glaube, Bett 1 ist das... Das hört sich für mich an wie ein Bettbüro. Ja, vielleicht gibt es da auch eine Landingpage, so wie bei uns mit dem Escort-Service. Nee. Nee, jetzt mal ehrlich. Also so war meine Suchreise. Ich zum Beispiel? Du bist ja schon super spezifisch, dass du suchst Bettgestell, Massivholz. Ja. Zum Beispiel, ich war mir gar nicht sicher, was für ein Bett ich will. Bei mir ist das ja jetzt schon ein Jahr her, als ich umgezogen bin. Aber ich habe dann gegoogelt zum Beispiel Boxspringbett oder Wasserbett. Oder Entscheidung zwischen. Ah, hast du erstmal schön Ratgeber gelesen. Genau, also ich meine, und da ist jetzt der springende Punkt. Sehr viele Marken im Internet optimieren ihre Kategorieseiten für Boxspringbett. Ja. Boxspringbett kaufen, Boxspringbett online, günstige Boxspringbetten, whatever. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und dann haben sie auf ihre Kategorie Texte, packen sie drauf, dann kaufen sie Links, sie bauen Links auf. Dann bist du aber immer schon wirklich, ja, stimmt, du hast dann die Kauf-Intent-Keywords. Dann bist du vorne mit dabei vielleicht. Ja. Aber vorne dran, also das ist ja schon wirklich... In der Decision Stage, da befinde ich mich ja schon ganz am Ende. Klar. Das bedeutet also, der Funnel ist schon extrem eng. Ja. Das heißt, ich muss wenn ich das wirklich geil machen will, dann muss ich vorne anfangen. Muss sagen, okay, nach was sucht jemand, der sich möglicherweise für ein Boxspringbett interessiert? Was für Fragen hat er? Und wie kann ich diese Fragen beantworten? Mhm. Und wie kann ich dann den Content wirklich, ich sag's mal, wie es ist, fett machen? Ja. Und nicht nur mit Länge, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier 3000, es geht um 3000 Wörter, sondern wie kann ich Expertenwissen vermitteln für jemanden, der sich vielleicht nicht so gut auskennt? Mhm. Wie kann ich ihm tatsächlich bei einer Kaufentscheidung helfen? Und das ist tatsächlich kein Marketing-Fluff oder das ist auch kein blödes Rumgerede, sondern das ist tatsächlich so. Und dafür hilft dir übrigens der wahre Wert von SEO, dieser Blogartikel. Cool. Denn der sagt dir, wie du die Google Analytics so umstellst, eben nicht nur auf das letzte Klick-Attributionsmodell, weil das würde dir nämlich sagen, ne, Person hat über AdWords gekauft, ja, das stimmt, aber vor 10 Tagen war der schon auf der Website und hat sich diesen Blogartikel durchgelesen. Und das will ich eigentlich wissen, weil wäre dieser Touchpoint über den Blog nicht entstanden, hätte der niemals bei uns gekauft. Sie. Und das wüsstest du sonst nicht. Und dann würdest du vielleicht zu deinem SEO sagen, scheiße, für Keyword XY, total wichtig für uns, ranken wir nicht mit. Am besten ist das dann noch sowas wie Schuhe, wo du dann als SEO, ja klar, also das hörst du doch total oft, dass du sagst, ja, wir müssen für, also ein Sneaker-Shop zum Beispiel, wir müssen für das Keyword Sneaker ranken. Warum? Ja. Warum? Ja. Nein, und dann kommt meistens Prestige. Ach echt? Auf einmal hast du Geld für Prestige. Echt jetzt? Auf einmal hast du Geld für Prestige. Okay. Wir brauchen kein Prestige. Was wir brauchen, ist Umsatz. Ja, stimmt. Und im besten Fall so, dass es sehr breit gefächert ist, dass ich eben nicht nur sage, ja okay, jetzt habe ich meine 5 super Keywords, mit denen ich rank. Und dann kommt die Konkurrenz. Dann kommst du an in großen Schritten, weil die schlafen ja auch nicht.
Das heißt, du musst dich breit aufstellen, du musst den Funnel verstehen, du musst die. Ne, das ist echt. Ich habe mir gerade so bildlich vorgestellt, wie du dir das gerade aufgezählt hast. Also, ja. Na, du musst dich also, breit, das muss. Ein Footballspiel auf einem Spielfeld, oder? Quasi, was? Nein, okay. Du musst breit aufgestellt sein. Okay. Das reicht nicht. Der Jens Lindner sagt immer: Hallo SEO, Jens. SEO und Online-Marketing ist wie ein gutes Formel-1-Team. Ein guter Fahrer reicht nicht. Wenn der eine Scheißkarre hat, kann der Fahrer noch so gut sein. Und so ist es auch bei cooles Beispiel. So ist es auch bei, denke ich, bei SEO und auch bei diesen ganzen Funneln. Du darfst nicht nur immer denken, okay, wie kann ich jetzt Umsatz machen? Klar musst du jetzt Geld verdienen, klar musst du deine Rechnungen bezahlen. Mhm. Aber wenn du zu gierig wirst, dann achtest du nur noch darauf und du lässt eben, und da sind wir wieder bei Risikobereitschaft, dann lässt du das, was dich in 2 Jahren explodieren lässt, lässt du vollkommen außer Acht. Und SEO ist ein ganz kleiner Teil. Und selbst da ist es die Wahrheit. Denn auch da muss ich in der Lage sein, zu sagen, okay, wie fängt diese Customer Journey an und wie kann mein Name da dabei sein? Wie kann, weiß ich nicht, zum Beispiel unser Kunde Leaf, wenn jemand nach Schmuck sucht, und da machen wir übrigens auch viel zu wenig, wie können wir da dabei sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand Valentinstag-Geschenk, Schmuck. Cool. Wenn danach jemand googelt, wie kann ich dann da sein? Ja. Dass ich dann aber auch sagen kann, okay, weil der kauft ja auch wieder was für seine neue Freundin an Weihnachten, wenn er sich dann getrennt hat und eine neue hat. Richtig. Was? Richtig. War das jetzt, egal. Ja, aber ich glaube, das wird unterschätzt, diese Customer Journey wirklich verstehen zu wollen, sondern alle wollen dann immer gleich sofort machen. Da wird auch, ey, das ist ja ein Kreis, der sich schließt. Ja, natürlich. Wir wollen nicht nachdenken, wir wollen direkt machen. Deswegen geht es ja immer nur ums Umsetzen. Oh Mann, unfassbar gut, ey. Ich bin richtig beeindruckt, ey. Das ist nicht mal mit Absicht. Das ist wirklich jetzt stell nicht dir vor, ich mache das mit Absicht. Ja, nee, ich bin echt wirklich beeindruckt. Also, das ist ich kann das Bier. Die Currywurst schon das gar nicht mehr essen, das, weil das, ich so das, das beeindruckt Bier. Bin. Ich hätte das niemals gedacht, dass das. Dass ich mich so eloquent ausdrücken und kann. Und dass das so ein Kreis ist, der sich jetzt auch geschlossen hat. Ja, aber das ist so. Vielleicht sollten wir den Podcast doch noch umbenennen in große Schnauze und großes Herz. Das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Aber vielen Dank erstmal, Chris. Sarah, ich freu mich riesig drauf. Der freut sich riesig drauf. Also ich hoffe, wir konnten euch alle begeistern. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Woche packen wir noch einen drauf. Nee, sagt uns mal Bescheid. Ey, Feedback immer gewünscht. Ja, außer es ist negativ. Nein, ich freue mich auch. Also den Chris könnt ihr nur Komplimente machen und ihn nach seiner Nummer fragen. Was anderes ertrage ich einfach nicht. Aber mir könnt ihr auch ein bisschen Kritik zukommen lassen. Ich kann damit leben. Sarah, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ich trinke jetzt mein Bier aus. Ich auch. Bleibt so, wie ihr seid. Und dann geht's ab nach Hause. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.